Hey Streuner, jetzt lass aber mal deine Bauunterlagen liegen. Komm, es ist so schön draußen. Die Hunde wollen spazieren gehen. Und Luna hat auch schon wieder angefragt, beziehungsweise Lunas Herrchen. Komm mit in den Wald. Ach, Ilana, das kann man auch gern machen. Ist auch gar kein Thema. Aber die 30 Minuten, die ziehe ich jetzt auch noch durch. Und dann können wir gerne in den Wald gehen. So, herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge des Systemstreuners Workers and Resources. Folgennummer 232, glaube ich, ja. In der letzten Folge hat mich ja das VZ gestresst, aber ich sehe, hier fahren jetzt auch schon wieder die Züge los. Das ist gut. Ich wollte mal eben schauen, da ja jetzt alle Bauernhöfe gleichzeitig hier produzieren, ob das reicht mit der Ernte. Also hier habe ich 11% drin, da 5, hier oben 12, da 32, hier 26 und da 32. Okay. Und die hier sehen gerade nicht überfüllt aus. Das ist mir auch wichtig. Aber es gibt ja noch jede Menge hier zu ernten. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob ich das Ding hier bis zum Rand voll geknallt habe. Aber das sehen wir ja dann. Sobald es losgeht, sehen wir es. So, was macht denn eigentlich das Bauamt hier? Das Ding ist doch jetzt schon seit ewig im Bau. Ich weiß nicht. Gefühlt seit 2 Folgen. Wo kommt denn hier das verfluchte Zeug her? Ressourcen, die benötigt werden. Ja, ich weiß, wird benötigt. Und wann kommt die endlich? Okay, es ist hier gerade auf der Anfahrt. Von wo zur Hölle kommt das her? Ach, da hat hier das letzte Bauamt aus der letzten Ecke wahrscheinlich mitgeholfen. Irgendwo, wo sitzt denn? Irgendwo hier sitzt es vermutlich. Ja, gut. Hoffentlich wird das Ding jetzt da fertig, dass ich den Weg nach unten bauen kann, um zu sehen, ob das mit dem Schienenbauamt alles so klappt und dass wir dann die Züge da reinknallen können. Aber so wie es aussieht, müssen wir davor wahrscheinlich die 2 Wege hier erstmal bauen, dass wir den Zug reinkarren können, weil der wird ja jetzt nicht mit einem LKW rein transportiert, sondern das soll von der Grenze herfahren. Habe ich die 2 gekauft, dann sind sie da drin. Einen sehe ich. Wo ist denn der zweite? Ich hatte doch 2 gekauft, oder nicht? Verfluchte Axt, wo ist der andere hin? Ich bin doch nicht bescheuert, oder was? Oh. Der eine ist hier hingefahren. Ja, okay, wenn der eine hier hingefahren ist. Dann könnte ich doch in der Hoffnung, dass es klappt, das eine Gleis mal reinbauen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ansonsten habe ich das Gleis für ein Popo gebaut. Oh, die Straße ist fertig. Ja, das ist doch super. Dann gucken wir uns mal an, wie groß das Lager sein muss. Für offene Güter. Hier, dieses schöne Freilager groß. Also wenn ich es so rumdrehe, dass der Anschluss die maximale Neigung hat, also so rum, das irgendwie hier so hin platzieren will. Ja, ich würde sagen, vom Bauchgefühl her. Ich gucke gerade, ob das mit dem Strom langt. Da hinten nicht. Okay. Aber hier langt noch Strom. Das heißt, da hinten brauche ich noch einmal Strom sowieso. Aber ich muss jetzt hier Straße wegmachen. Straßenabriss. Und zwar von hier. Ich sag mal, knallhart bis hierhin. Ja, toll. Du bist auf der Straße unterwegs. Ich habe es gesehen. So. Und jetzt muss ich das meinem Abrissbüro zuteilen. Abrissbüro, so. Einmal bitte Kabums machen. Und ihr dürft auch gern Sprengstoff holen. Holt den Sprengstoff und
Lass ihn raus, den Tiger. So. Das heißt, da müsst jetzt einer losfahren, Sprengstoff kaufen. Und der Rest muss irgendwie auf dem Weg sein. Das sperrt mir halt das Personal jetzt. Okay, zwei gehen Sprengstoff kaufen. Sind da schon welche auf dem Weg? Ja, aber das sind ja kleine schnittige Flitzer. Die kriegen das bestimmt schnell hin. Ist der hier vom Abrissbüro? Nee. Werden sie schon hinkriegen. Einen Auftrag haben sie. Ja, da bringen sie jetzt erstmal einen Sprengstoff. Okay. Aber der letzte Wagen ist nicht mitgekommen. Das heißt, die werden das schon so packen. Also ich sehe auf jeden Fall, dass dieses Amt hier ganz schön beschäftigt ist. Dabei ist es hier doch nur lokale Verteilung. Ach nee, die machen Erntesupport. Vielleicht kann ich denen auch noch einen Zug reindrücken. Also bis jetzt sehe ich noch nicht wirklich, dass sie sich blockieren, außer hier jetzt gerade. Ja, schauen, ob da alles passt. Nee, gut, der will da rüber. Das geht halt nicht, wenn da einer auf dem Gleis ist. Ja. Okay, jetzt darf er. Er will auch in die Richtung. Okay, ja, das ist halt Chain. Ich kann halt nicht sagen, hier ein Chain für das da und kein Chain für den da. Dem ist dann so. Aber hier sehe ich gerade noch, da habe ich noch einen Chain verbummelt. So. Okay, was passt denn hier noch rein? Das ist ein Standard-VZ. Das hat 30 Waggons und 3 Züge. Ich weiß nicht, wie voll das ist. Wie viel haben die denn drin hier? Der zum Beispiel. Hm. 37 Waggons, aber halt kunterbunt gemischt. Ja, ich müsste sehen, wenn sie drinstehen, wie voll das ist. Vielleicht sieht man es hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gehen hin. Also 18, 27. Ich glaube, nur die zwei Gleise hier zählen dann noch. 27 plus 18. 27 plus 18. 45, ja, das heißt doch eigentlich, kriege ich da 10 noch rein und noch einen Zug. Wenn ich das richtig gerechnet habe, dann knall ich hier jetzt nochmal einen rein, dass die auch Gas geben können. Dafür brauchen wir die PM3 und 10 Waggons. Dann holen wir uns die. Einmal PM3. Einmal die daher. Und jetzt noch ein paar Mal den guten Waggon. Gebrauchtfahrzeuge, neue Fahrzeuge kaufen. Güterwaggons. Gesamtkapazität. Und der war's, glaube ich. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Dann darf der schon mal schleppen gehen. Der kann das. Und der andere darf auch gleich, wenn er da ist. So, holen wir bitte Waggons. Einmal hierher abholen und dahin. Und ab die Post. Und er muss noch tanken. Okay, dann tank du mal. Bau beendet. Halleluja, oder doch nicht? Ich glaub's nicht. Jetzt ist dieser Weg hier schon wieder verflucht fertig und der immer noch nicht. Was soll denn der bescheuerte Scheiß? Die sind doch schon seit Hunden. Warum kriegen die ihr Material hier nicht hin? Da ist doch irgendein Wurm drin. Wo ist der eine hin mit der Elektronik? Wo bist du?
Alter. Also irgendwas stimmt da nicht. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Der holt Elektronik, ja? Jetzt holt er sie. Er hat doch schon vorhin geholt. Oder nicht? Was hat denn der getrieben? Das verstehe ich einfach nicht. Der hat den kompletten anderen Weg fertig gemacht gehabt und hier pimmelt er jetzt noch rum. Ist doch abnormal. Ich behalte den jetzt mal offen, hoffentlich. Das will mir nicht rein. Also den anderen Weg, den habe ich ja erst viel später angefangen und der hat genauso hier Elektronik gebraucht. Der fährt auf jeden Fall. Und so sehe ich es halt noch nicht. Die können gerade bis zu dem Ding hier laufen, aber noch nicht da hoch und das Stück rein. Hier jetzt einer hin unterwegs, sehe ich auch nicht. Der ist da hinten. Ja, sehr fein, genau. Steht euch einfach gegenseitig im Weg. Kaum hat man einen Zug zu viel, ist schon wieder die Kacke am Dampfen, ey. Aber faktisch ist, ich muss den Weg da reinbauen, ansonsten geht da nichts. Was sagt das Straßenbauamt? Das Schienenbauamt. Da kommt jetzt einer raus. Der ist irgendwo hier hinten unterwegs. Gut. Der fährt irgendwo hier lang. Der fährt jetzt auch los. Okay. Hoffen wir, dass es so klappt. Vielleicht schauen wir mal, wo der jetzt ist. Okay, er kommt da hoch. Und was waren die Züge? Die müssten jetzt eigentlich da sein. Ja. Dann hänge ich sie alle dran. Und dann kann das Ding da rüber tuckern. Und das da oben wurmt mich immer noch. Ich versuche es immer mal wieder. Vielleicht fliegt es irgendein Patch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wo wollte ich es reinstopfen? Da. Hoffen wir, dass er reinpasst. Ab die Post. Und du, mein Freund, wo bist du? Du tuckerst jetzt da an, okay. Aber der ist doch schon. Ah doch, der ist noch richtig. Der muss ja da hinten hin. Hier irgendwo. Hier. Das Ding hat hohe Prio und braucht immer noch. Unglaublich. Das macht der Abrissgeschichte. Ah, da kommt, glaube ich, gerade einer. Ach, der haut den Sprengstoff rein. Bam. Okay. Dann ist das ganze Ding weggeratzt. Jetzt muss nur noch der Müll weg. Okay. Ja, das sollten die ja schnell hinkriegen, die Mülltransporter. Ich denke, das kriegen die hin. So. Und du schaffst jetzt hoffentlich die Elektronik davor. Aber so lange kann ich mir hier schon mal angucken, ob das mit der Stromversorgung für die nächste Stadt klappt. Oder ob ich hier was vergammelt habe. Hochspannung. Ja, doch, ich komme hier aus dem Prioritätsschalter noch raus. Das ist gut. Also, komme ich schon raus. Ja. Okay. Dann könnten wir so lange einfach mal hier hinten noch den Strom planen. Hier müsste eigentlich auch einer zum Bauen herkommen. So, den Strom.
wir die Anschlüsse hier dann? Ja, gut, da hat es ja mehr als genug. Wo habe ich die andere Leitung durchgezogen? Hier. Vielleicht gerade so da dran, wenn es geht. Oder es müsste ja langen jetzt. Ja, das langt hierfür. Einmal die Leitung ziehen. Die würde ich jetzt gerade so hier quer rüber machen und versuchen, neben den hier hinzustellen. So. Ja, das sieht jetzt natürlich ein bisschen versetzt aus. Das muss ich eben gerade ziehen. Und ich will jetzt nicht mit Matschweg anfangen. Bisschen noch. So. Okay. Müssten wir hier rum. Bis da. Okay. Und dann geht der vielleicht da noch daneben hin. Ja, jetzt kommt er wieder nicht um die Ecke rum. So ein Käse. Mach mal näher dran. So. Komm, das schaffst du doch. Oh Mann. Ja, das sieht jetzt ein bisschen gammelig aus, aber... da braucht man auch wieder was Matschiges. Irgendwas Matschiges im Weg. So. Und dann wieder die Stromleitung. Eieiei. Wieder die Stromleitung. Jetzt haben wir hier natürlich keinen mehr frei. So will ich das nicht. Wenn, dann setzt man hier hin und setzt ihn darüber und dann da rein. Besser als so komplett quer durch. Finde ich zumindest. Okay. Was macht mein Transporter denn jetzt? Der fährt schon wieder weg? Willst du mich jetzt verarschen? Wieso zur Hölle fährst du wieder weg? Der hat doch gerade Elektronik drin. Und er hat es nicht auf diesem verfluchten Weg abgeladen. Wieso nicht? Jetzt hat er die Elektronik drin und kriegt sie nicht los. Wieso zur Hölle? Ist der Weg jetzt verbuggt? Er hat ja am Anfang angefangen, bis der andere fertig war. Ach, shit. Ich habe doch da gerade was gesehen. So. Jetzt ist jetzt scheißegal. Vielleicht will er über seine Erstzufahrt wieder reinkommen. Dann hau ich dem jetzt da einen blöden Matschweg hin, wo der da hinfahren kann. Weil er zu dumm ist, ey. Glaube ich ja nicht. So. Ich krieg den jetzt aber nicht mehr resettet auf den halt. Also jetzt müsste er doch drankommen. Er kommt jetzt hier an die Kreuzung wieder rein mit einem Matschweg von hier. Wegen irgendwas will er hier nicht durchfahren. Und hier schauen wir, ob der Müll abtransportiert wird. Ich habe das noch nie so genau beobachtet, wie dann der Müll hier verschwindet. Das sieht man nicht so wirklich. Also wenn jemand weiß, warum der Spaß hier nicht funktioniert hat, sagt mir bitte Bescheid. Ist doch nur eine verfluchte Kreuzung hier. Außer natürlich, das Ding hat keine Anbindung nach hier, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Guck mal, wie schnell das Ding hier schon wieder rund wird. Gut, das ist jetzt auch nur ein. Habe ich dann Kiesweg gebaut? Na toll. Wahrscheinlich habe ich jetzt auf zig Fahrzeugen auch noch irgendeinen Schrons rumliegen, dass die blockiert sind. Weil sie alle ein bisschen Elektronik dabei haben. Na, was habe ich gesagt? Also, mach mal wieder leer. Ich glaube, das gibt sonst Probleme. Der hat's probiert auf alle Fälle. Da auch nochmal. Ist doch scheiße. Macht mir die ganzen Fahrzeuge voll, wenn sie was anderes transportieren sollen. Mechanische Teile oder so. Können sie dann nicht. Und der ist jetzt nach Hause gefahren und steht auch mit dem Müll rum. Der hat auch noch welche dabei. Ja, ich weiß, ich könnte es jetzt in irgendein Lager reinkippen, aber ganz ehrlich, das kotzt mich gerade einfach an, dass die hier jetzt beladen rumstehen. Kann ich jetzt alle Baubüros durchgehen und gucken, dass sie keine Scheiße dran haben. Das ist VZ. Auch VZ. Gut, der hat nicht viel. Hier spielt es auch nicht so die Rolle. Ist mein Zug reingepasst. Ja, sieht gut aus. 40 Waggons drin. Und ein Zug ist Reserve. Okay. Aber so ist besser, weil dann ist halt auch einer da, wenn man mal was verkaufen will, wo jetzt fertig gebaut ist und mal exportieren möchte. Sehr schön, die Lager werden voller. Das Lager ist leer. Das hier auch quasi. Ja, da sind 18 drin. Das ist ein bisschen mehr als sonst. Aber wenn wir uns das so angucken, dann kriegen wir mit der Ernte anscheinend unsere Produktion nur halb voll. Ihr verflucht normal jetzt hier ran. Elektronik ist schon mal da, das ist doch schon mal was. Wahrscheinlich haben die Kipper hier jetzt auch schon irgendeinen Schrotz drin. Negativ. Negativ. Okay. Und da. Also irgendwas stimmt nicht mit diesen kleinen Straßen oder diesen Fußwegen bauen. Da oben sind noch ein paar Kipper. Ach nee, ich müsste ja in meine Kieskipper reingucken. Sind ganz schön viele. Mal ich sie lieber mal an. Ja, wird schon gut gehen, wird schon laufen. Geht schon auf die 27.000 zu. 4% Arbeitslosigkeit. Oh Mann, Streuner, ich habe nicht aufgepasst. Streuner hat nicht aufgepasst und ist vergammelt. Wo gehen denn hier noch welche rein? Hier. Das ist Maximum. Das auch. Die sind alle Maximum. Wie war es denn da unten mit dem Polizeirevier? Auch Maximum. Oh, falsche Richtung.
Feuerwehr ist jetzt auch Maximum. Und wir könnten hier noch ein bisschen das Personal hochsetzen. Finde ich echt traurig, dass ich jetzt in dieser ganzen Folge diesen Weg hier nicht fertig gekriegt habe. Aber wir sind jetzt auf einem guten Weg. Dann schaffen wir es halt in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.